Ich habe eine Frage zu ein paar Aufgaben bekommen, die ich gerne in diesem Video klären will. Da geht es im Grunde um diese drei Schaltungen. Es sind eigentlich drei Aufgaben. Ich habe das jetzt hier mal schon mal zu einem zusammengefasst, weil es eigentlich immer die gleiche Aufgabenstellung ist. Wir haben vier Widerstände mit jeweils 10 Ohm und die sind halt wie gezeigt zusammengeschaltet. Und es gibt diese drei verschiedenen Schaltungen. So, wir fangen mal mit dieser linken hier an, weil das vielleicht sozusagen die einfachste ist oder weil es zu der eigentlich keine Frage gab. Und jetzt kann man sehen, dass, ja, wenn man den Ersatzwiderstand zwischen dem Knoten A hier oben und dem Knoten B hier unten ausrechnet, dann kann sich der Strom I gesamt, der hier oben reinfließt, erstmal aufteilen und kann hier links lang fließen. Ich nenne das mal I gesamt und kann dann hier links lang fließen. Das ist der Strom I1 oder I links und der Strom I2, der hier fließt. So, und durch diesen Widerstand hier unten, da muss natürlich der gleiche Strom durchfließen, der gleiche Strom I1, und hier drüben muss auch der gleiche Strom I2 fließen. Und wenn durch diesen Widerstand R hier oben und durch den Widerstand R hier unten der gleiche Strom fließt, dann sind die in Reihe geschaltet. Und genauso sind diese beiden Widerstände hier drüben, dieser Widerstand R und dieser Widerstand R, durch die beide der Strom I2 fließt, die sind auch in Reihe geschaltet. So dass man hier hinschreiben kann, der Ersatzwiderstand oder der Widerstand zwischen den beiden Klemmen hier A und B, der ergibt sich eben aus auf der linken Seite der Reihenschaltung von R und R und auf der rechten Seite der Reihenschaltung R und R. Und dann können wir noch schauen und sagen, dass über der linken Seite ja insgesamt die gleiche Spannung abfällt wie über der rechten Seite. Und wenn über zwei so Schaltungsteilen, Bauelementen, wie auch immer, die gleiche Spannung abfällt, dann sind die parallel geschaltet. Und deshalb ist die linke Seite und die rechte Seite sind beide parallel geschaltet. Und dann kann man dann die 10 Ohm einsetzen. 10 Ohm in Reihe zu 10 Ohm sind 20 Ohm. Und hier haben wir nochmal 20 Ohm und 20 Ohm parallel zu 20 Ohm ergeben wieder 10 Ohm. Ja, und das kann man noch ein bisschen ausführlicher rechnen, das spare ich mir jetzt mal. So, dann können wir uns an die nächste Schaltung hier mal ranwagen. Und hier passiert natürlich wieder im Prinzip genau das Gleiche. Also wir haben wieder einen Gesamtstrom, der hier oben reinfließt. Und der teilt sich jetzt wieder auf in einen Strom I1 hier auf der linken Seite und einen Strom I2 auf der rechten Seite. Aber der Unterschied ist natürlich die beiden hier, diese beiden Klemmen. Oh, diese beiden Knoten, die nenne ich mal C und D. Eigentlich ist das nur ein Knoten C, die sind halt miteinander verbunden. Und dadurch, ich zeichne es gleich nochmal um, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, passiert aber erstmal das, dass über diesen linken Widerstand hier natürlich die gleiche Spannung abfällt wie über diesen rechten Widerstand hier. Und zwar auch egal, wie groß diese Widerstände sind. Das heißt, der Widerstand R hier oben und der andere Widerstand R hier oben, die sind erstmal in Reihe, die sind parallel geschaltet. Und genau das gleiche haben wir hier unten, diese Spannung hier und diese Spannung hier, die sind gleich groß, also diese beiden Widerstände R und R, die sind auch parallel geschaltet. Ein bisschen besser sieht man das vielleicht, wenn man sich die Schaltung mal nochmal so umzeichnet, dass man diesen ja eigentlich gemeinsamen Knoten wirklich mal zusammenzieht. Also wir haben die Klemme A. Und dann teilt sich das eben auf in diese beiden Teile, den linken Teil mit dem Widerstand R, den rechten Teil mit dem Widerstand R. Und dann sieht man, dann gehen die eigentlich erstmal zusammen, ne? Die sind miteinander verbunden. Also zeichne ich das mal so, dass sie miteinander verbunden sind. Und dann kann man sich das auch so denken, dass das als eine Verbindung weitergeht. Und dann geht das wieder auf, ne? Dann kann sich der Strom wieder aufteilen und links lang fließen, rechts lang fließen, über jeweils beiden anderen Widerstände R und R, über den eben, wie schon gesagt, ja auch die gleiche Spannung abfällt, die parallel geschaltet sind. Und dann geht es hier unten wieder zusammen an diesem Knoten B und geht an der Klemme B raus. Und in dieser Umzeichnung hier sieht man jetzt ein bisschen schöner, also der Ersatzwiderstand hier in der mittleren Schaltung, beziehungsweise der Widerstand zwischen den beiden Klemmen A und B, das ist eigentlich R parallel zu R, weil diese beiden Rs parallel geschaltet sind. Und dann haben wir nochmal R parallel R, weil diese beiden Rs hier unten parallel geschaltet sind. Und dann sind diese beiden, also ne, der Strom I gesamt, der hier oben reinfließt, der muss natürlich hier in der Mitte auch als I Gesamtstrom
einmal rausfließen aus der Parallelschaltung, nächste Parallelschaltung reinfließen und muss hier unten aus dem gesamten Teil auch wieder rausfließen. Also durch diese Parallelschaltung fließt der gleiche Strom. Und wenn durch zwei Sachen der gleiche Strom fließt, dann sind die in Reihe geschaltet. Und deshalb R parallel R, dazu in Reihe R parallel R. Das ist der Ersatzwiderstand dieser Schaltung. Sieht man vielleicht hier ein bisschen weniger einfach als in dieser Umzeichnung hier. Aber dafür kann man sich Sachen ja so ein bisschen umzeichnen. So, und jetzt können wir da genauso die Zahlenwerte einsetzen. 20, 10 Ohm parallel zu 10 Ohm, das ergibt 5 Ohm. Rechne ich jetzt nicht im Detail, aber man rechnet sozusagen 10 mal 10 durch 10 plus 10. Und der andere Summe sind nochmal 5 Ohm und 5 Ohm und 5 Ohm sind wieder 10 Ohm. Eigentlich genau die gleichen 10 Ohm, die wir auch hier hatten. Das liegt jetzt eben daran, dass diese Widerstände alle gleich groß sind. Und wenn diese Widerstände eben alle gleich groß sind, jetzt nehme ich für die letzte Schaltung nochmal eine andere Farbe, dann kann man sich auch sozusagen vorstellen, also hier passiert wieder genau das Gleiche. Gesamtstrom fließt rein und teilt sich erstmal auf in einen Strom I1 auf dieser Seite und auf einen Strom I2 auf dieser Seite. Und ja, jetzt ist, was sich hier geändert hat, es ist dieser Widerstand R hier in der Mitte dazugekommen. Und der macht jetzt eigentlich alles kaputt in dieser Schaltung, weil das, was wir vorher mal gesagt haben, dass ja, zum Beispiel so wie hier diese beiden Ströme gleich sind, das gilt hier nicht, weil hier könnte ja ein Strom in der Mitte rausfließen. Und damit ist der Strom hier unten, das ist nicht notwendigerweise I1, nicht im allgemeinen Fall. Wir werden gleich sehen, dass das hier I1 ist, aber so ganz allgemein würde das nicht gelten. Ne? Und dieser Strom hier unten, wenn wir da beliebige Widerstände so verschalten, wäre das auch nicht notwendigerweise I2, weil da ja von hier, von der Mitte eben ein Strom dazukommen kann oder abfließen kann. Und genauso ist diese Spannung hier nicht notwendigerweise so groß wie diese Spannung, weil es ja über den Widerstand in der Mitte noch einen Spannungsabfall geben kann. So, und deshalb ganz allgemein läuft das eigentlich in dieser Schaltung darauf hinaus, dass man sagen müsste, zum Beispiel diesen Stern, sieht man nicht so richtig gut, dass das ein Stern ist, aber das ist eigentlich ein Stern von Widerständen. Den könnte man mit Sterndreieckumformung in ein Dreieck umwandeln. Oder man könnte das auch genauso gut mit diesem Stern hier drüben auf dieser Seite machen und den in ein Dreieck umwandeln. Das würde genauso gehen. Oder man könnte auch sagen, diese drei Widerstände hier oben sieht man auch nicht so richtig gut, müsste man sich so ein bisschen schräg zeichnen, sieht man, dass das eigentlich ein Dreieck ist, kann dieses Dreieck in einen Stern umwandeln und kommt dann weiter. Oder man könnte auch genauso diese drei Widerstände hier unten, die eigentlich ein Dreieck sind, was so ein bisschen so schräg ist, zu einem Stern umwandeln und damit weitermachen. So, da das aber eigentlich eine einfache Aufgabe ist, ist das hier nicht die Lösung, sondern die Lösung hier ist, nochmal kurz darüber nachzudenken und zu sagen, Mensch, diese Widerstände, die sind doch alle gleich groß. Und wenn die alle gleich groß sind, dann hat doch die Schaltung so eine Spiegelsymmetrie. Also, wenn die Widerstände alle gleich groß sind, kann ich die Schaltung spiegeln und dann macht die immer noch genau das Gleiche. Und das hilft uns jetzt zu sagen, ah, wenn es keinen Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite gibt, dann müssen auch diese Ströme gleich groß sein. Ne, es wäre sonst irgendwie albern, alle Widerstände sind gleich groß, die Schaltung ist symmetrisch und die Ströme sind nicht symmetrisch. Das wäre irgendwie seltsam. Und wenn diese Ströme gleich groß sind und die Widerstände gleich groß sind, dann sind natürlich auch diese Spannungen hier gleich groß. Also das ist genau die gleiche Spannung wie U. Und ja, mit der gleichen Prämisse oder mit der gleichen Überlegung kann man sich auch überlegen, die Schaltung ist ja auch spiegelsymmetrisch von oben nach unten. Ne? Ich könnte A und B vertauschen, dann ändert sich da nichts. Also das heißt, die Spannung hier unten, die müssen auch gleich groß sein. Und damit sind auch die Ströme hier unten wieder gleich groß. Also das ist hier wieder I1 und das ist wieder I2, der aber genauso groß ist wie I1. Und naja, wenn diese Ströme gleich groß sind und wenn diese Spannungen hier gleich groß sind, dann ist diese Spannung hier 0 und dann ist dieser Strom hier 0 und dieser Strom hier 0. Und das heißt, der Widerstand hier in der Mitte, der macht einfach nichts. Also den könnte ich da komplett rausnehmen oder ich könnte den durch einen Kurzschluss ersetzen. Ne, also rausnehmen würde heißen, kein Strom, Leerlauf, Strom ist 0. Den kurzschließen würde heißen,
Der Spannungsabfall ist 0 und dann kann man diese Schaltung eben entweder auf das hier überführen oder auf das, auf den blauen Fall überführen. Und deshalb kommt hier eben auch wieder raus R-Ersatz. Ja, eigentlich, je nachdem, wie man das ersetzt, jetzt diese Formel oder diese Formel, und wie man sieht, in jedem Fall sind es hier auch wieder 10 Ohm. So, das funktioniert aber eben, wie gesagt, nur, weil diese Widerstände alle gleich groß sind. Wenn diese Widerstände nicht gleich groß wären, dann müsste man ja das mit der Stern-Dreieck-Umformung machen oder Dreieck-Stern-Transformation oder hier sowas benutzen wie Knotenspannungsanalyse zum Beispiel, um eigentlich im Prinzip alle Ströme und Spannungen in dieser Schaltung zu berechnen und daraus sich aus der Gesamtspannung und dem Gesamtstrom den Ersatzwiderstand dieser Schaltung zwischen den beiden Klemmen A und B auszurechnen. So, ich hoffe, das klärt die Frage. Ansonsten kann man mich ja gern zurückfragen. Das soll es gewesen sein.